4:2 heißt es am Ende im Steigerwaldstadion mit einem Kraftakt in der zweiten Hälfte. Drehen wir das Spiel, drehen wir den Halbzeitrückstand vor, lasst mich nicht lügen, 7.300 Zuschauern, die heute den Weg hierhin gefunden haben. Wir sammeln für euch jetzt noch ein paar Stimmen ein und genießen diesen wunderschönen Mittwochabend unter Flutlicht. Bis gleich. Erstmal Glückwunsch zum Tor. Tolles Spiel gehabt. Wie hast du es erlebt? Ja, emotional. Endlich mein erstes Tor für einen neuen Verein. Immer wichtig. Dafür wurde ich geholt. Ist ganz, ganz wichtig, auch psychologisch für mich, weil ich davon lebe. Und ja, umso schöner, dass wir dann heute auch noch nach einer überragenden Leistungssteigerung zweiter Halbzeit das Spiel für uns gezogen haben. Warum wart ihr in der ersten Halbzeit so passiv? Lag es an der Aufstellung, an der Taktik? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir zurzeit nicht erklären. Ich glaube, das ist schon die vierte schlechte erste Halbzeit, die wir spielen. Ja, da müssen wir uns selber hinterfragen. Ich weiß nicht, warum es immer erst bedarf, dass wir zwei Gegentore fressen, um dann zwei Gänge hochzuschalten. Das müssen wir schleunigst rauskriegen, weil wir können nicht immer ein Spiel drehen. Und die Defensive entscheidet am Ende des Tages Meisterschaften. Nach vorne mache ich mir keine Sorgen, weil dafür haben wir zu viel Qualität. Okay. Jetzt seid ihr die ganze Saison bisher ungeschlagen. Wohin wird es noch gehen? Es ist noch früh in der Saison. Was sind so die Ziele bis zur Winterpause? Ja, also es ist noch extrem früh. Ich will mich da gar nicht weiter äußern. Ich glaube, wir tun gut daran, von Spiel zu denken. Wir haben uns jetzt im Pokal auch schon extrem schwer getan. Es ist gegen jeden Gegner schwer. Der heutige Fußball ist extrem komplex, kompliziert. Wir müssen uns das immer wieder hart erarbeiten. Die Liga ist so brutal ausgeglichen. Und jetzt gilt der Fokus auf BHK. Da wollen wir die nächsten drei Punkte holen. Da drücke ich natürlich alle Daumen für. Dankeschön. Arthur. Hattrick heute, herzlichen Glückwunsch dazu. Wann war dein letzter? Mein letzter war gegen Babelsberg. Ich mache es ja nicht allzu oft, aber ja, ist ganz, ganz wichtig, dass wir heute Moral bewiesen haben, dass wir einfach das Spiel gewonnen haben. Scheißegal wie im Endeffekt. Und ja, dass ich jetzt mit meinen drei Toren dazu beigeholfen habe, ist ja natürlich super. Ich habe es gerade schon Badu gefragt, warum habt ihr euch in der ersten Halbzeit so schwer getan? Ja, wir haben uns ein bisschen passiver ins Spiel gebracht. Ich fand, die zweite Halbzeit haben wir es einfach, ja, wir wollten aggressiver sein, wir wollten Druck machen, wir wollten einfach den Gegner ja, zu keiner Luft lassen und es ist eigentlich uns ganz gut gelungen, finde ich. Und ja, dass sie dann hinten raus die Kräfte ein bisschen fehlen bei denen und wir dann natürlich die Räume bekommen, machen wir natürlich dann auch gut. Und ja, ich bin überglücklich, dass wir heute einfach gewonnen haben. War es laut in der Halbzeit? Weil ich glaube schon irgendwie, dass man gerade in den ersten 45 Minuten vielleicht doch in der einen anderen Situation ein bisschen zu passiv war, ein bisschen zu schläfrig? Nee, es war nicht laut, aber der Trainer hatte einfach viel mehr erwartet von uns. Und wir wissen, dass wir mehr Qualität haben, was wir auch in der zweiten Halbzeit auch gezeigt haben. Und ja, hat uns einfach nur gesagt, dass wir an uns glauben sollen und Vollgas geben müssen.
weil der Rest kommt von allein und ich glaube, das hat man dann auch in der zweiten Halbzeit gesehen. Ja, Vollgas war es auf jeden Fall, vielen Dank. 4:2 heißt es, wie gesagt, am Ende hier im Steigerwaldstadion. Es war ein äußerst turbulentes Spiel. Am Wochenende geht es schon weiter gegen den Berliner AK. Wir hoffen, euch dann zahlreich in Berlin begrüßen zu dürfen. Wünschen euch noch eine schöne Restwoche und bis bald.